Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar wurde ich schon des Öfteren gefragt, wie man denn EOP dann installieren kann, also Klamotten. Und ja, das werden wir heute durchgehen. Es ist nicht wirklich schwer. Ich habe schon dieses Kleid hier einmal für euch vorbereitet. So könnte das aussehen, wenn ihr weitere Addon-Kleidung oder auch normale Kleidung hinzufügt. Ich werde euch einen ganzen Ordner in die Videobeschreibung packen als Download. Und da müsst ihr das Ganze jetzt nur noch dann ja, runterladen und nur noch euren Server einfügen und starten. Aber zur Installation kommen wir dann gleich. Ihr könnt dann mit dem Befehl, wenn wir hier das Klamottenmenü einmal öffnen, also für das EOP, nicht für die Addon-Kleidung. Und ja, hier habt ihr auf jeden Fall eine mächtige Haut. Dann seid ihr auch so angezogen. Gibt es natürlich für Männer und Frauen. Und ja, so einfach ist es. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. So, wenn wir das Ganze heruntergeladen haben, dann haben wir diese zwei Ordner. Beziehungsweise kriegen wir eine ZIP. Und da drin habe ich euch schon mal hier einmal das Kleid vorbereitet. Und einmal den EOP-Ordner mit den ganzen Sachen schon drin. Das heißt, wir müssen das Ganze nicht alles einzeln herunterladen, sondern ihr kriegt das von mir kompakt. Gut, wenn wir das Ganze ausgepackt haben, dann müssen wir in den Resource-Ordner gehen. Und erstellen uns noch einen Ordner, so den nennen wir Kleidung. Ja, das könnt ihr einfach so machen. Ordner erstellen, Kleidung in Klammern. Und den zieht ihr dann einfach hier in den Resource-Ordner. So, ich habe das Ganze schon gemacht. Und in diesen Ordner fügen wir den EOP-Ordner einfach ein. Das sieht dann so aus. Und dann gehen wir zurück und müssen nur noch hier uns den Namen einmal rauskopieren. Und gehen hier hin und starten das Ganze einmal. Speichern und schließen. Und somit habt ihr das Ganze schon installiert. Ja, und somit können wir den Befehl jetzt schon verwenden. Und ihr habt EOP installiert. Gut, kommen wir noch zu der Extra-Kleidung, die ich vorbereitet habe. Dieses Kleid. Da gehen wir dann auch wieder in den Kleiderordner. Und da fügen wir das Ganze hier einfach ein. Ne? Zack. Und gehen dann auch wieder zurück und starten diesen Ordner separat. Ja. Den starten wir dann hier, speichern, schließen, Server neu starten und dann findet ihr das Kleid auch ganz hinten als Add-on. Also Add-ons sind immer ganz, ganz hinten. So, gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Also schwierig ist das Ganze nicht und es funktioniert 1A. Ich benutze ESX Legacy auf der neuesten Version und gar keine Probleme. Solltet ihr noch Fragen haben, dann gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And